ein 7-Sieg. Ich liebe ihn. Er geht einfach das Beste, so völlig auseinander. Und hast du vor allem gesehen, wo das mit der, wie heisst der, Schubkarre? Ja. Schubkarre? Oder Garrette. Garrette. Er hat ihren auf den Arsch gehauen, da haben wir alle gesehen, gell? Was, er hat ihn auf den Arsch gehauen? Ja, also nicht Advantage, wir haben den in der Schubkarre rein. Ah, das habe ich gar nicht Schubkarre. Gesehen. Wenn ihr das jetzt so mal anschaut und sagt, hey, shit, das habe ich auch nicht gesehen. Geht auf choice.ch/festival, da könnt ihr das Ganze anschauen, wie es da an Arschkatschen geht. Ich habe den Härtest gefunden, dass alle nicht Wurst reinbeissen. Okay. Nein, schon wir haben einfach. Wir haben schon wieder. Nein. Oh nein. Nicht schon wieder, dann haben wir nicht schon wieder. Nein! Also, einfach kann ich für die, die sich jetzt fragen, warum lachen die alle? Wir haben auch ganz einen hässlichen Humor hier bei Joyce. Ja, und ich habe letzte Woche schon Tränen gelacht wegen der Tama. Kann man nachschauen auf Facebook. Danke dir mal. Was hat Tama gemacht? Erzählst du, dass du das nicht wissen? Sie sagt. Und ich glaube, er schafft es, dass der Mike am Schluss mit einem bombastischen Ding da steht. Und ich so. Oh Mann, ich glaube, das wird jetzt eine Tradition in der Welt. Ich habe schon so viel mal geschaut, dass ich es jetzt langsam beherrschen kann, wenn ich es höre. Das ist gut, das freut mich voll fest. So, etwas, was mich auch gefreut hat, heute sind meine Überleitungen einfach grandios. Total bombastisch, oder? Bombastisch. Nein, wir haben Herren im Interview gehabt, die sehr, sehr toll sind. Jetzt habe ich. Okay, sehr, sehr toll. Und das ist Basti. Mit denen machen wir auch immer so lustige Sachen, auch so immer perverse Sachen. Letztes Mal, als ich sie im Interview hatte, haben sie mich wirklich dazu gebracht, diese Bewegung zu machen. Also Fisting, hä? So da lernt man Sachen wie Joyce. He? Nein, aber eben, ich mache immer etwas total Perverses bei Basti. Und was ich das Mal Perverses gemacht habe, das sehen wir jetzt im Interview mit dem Dan und dem Kyle von Bastille.